Mom? Hm? Diese Frau heute. Die im Supermarkt, meine ich. Du wolltest ihr nicht helfen. Wie gesagt, das ging uns nun mal nichts an. Ich finde, wenn jemand einem anderen wehtut, geht uns das was an. Ich weiß, das denkt man immer, aber ich hätte gar nichts tun können. Ja, Mom, nur wenn sich alle so verhalten würden, dann gäbe es niemanden, der auf die Menschen aufpasst, die nicht auf sich selbst aufpassen können. Was hätte ich ihn tun sollen? Es wäre nur in Gewalt ausgeartet. Es gibt Schlimmeres als Gewalt. Was denn? Apathie. Bin wieder da. Oh, mein kleines Muckelchen. Was soll... Oh Gott, Henry. Ein schlichtes Nein reicht. Überraschung. Sheila! Na, hallo Peter. Hank. Richtig wäre Henry. Du solltest doch wohl in der Lage sein, dir einen simplen Namen einzuprägen, oder sind da nur Haare? Nettes Hütchen. Da sieht man deinen unförmigen Kopf nicht. Fangt ihr zwei nicht schon wieder an. Ich werde mal so tun, als wäre das hier alles nicht passiert. Ich habe einen fürchterlichen Tag hinter mir und Sheila und ich wollen jetzt ein bisschen abhängen. Okay? Die werden sich total volllaufen lassen. Ja, klar. Das habe ich gehört. Es ist nicht entscheidend, was wir in unseren Lebenslauf schreiben oder wie viel Geld auf unserem Bankkonto liegt. Es geht um die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen und was wir ihnen hinterlassen. Wir wissen nur eines sicher. Wir sind jetzt hier. Und wir haben keine Zeit zu verschenken. Tun wir also unser Bestes. Das denke ich über das Thema Vermächtnis. Henry? Warum nochmal wolltest du nicht auf diese hochbegabten Schule? Weil es für meine psychosoziale Entwicklung besser ist, wenn ich mit Leuten in einer normalen Umgebung interagiere. Ah, ja. Richtig. Okay. Was ist mit Haien? Für die ist es zu flach. Aber Piranhas? Die leben in Afrika. Henry sagt Südamerika. Ach, dann eben Südamerika. Mach dir keine Sorgen. Wenn dich irgendwas angreift, etwas, das in unserer Region heimisch ist, bin ich blitzartig bei dir. Okay? Dann los. Alles gut? Ja. Yep. Sag laut die Hauptstädte auf. Oklahoma City, Oklahoma. Das war leicht. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld wir auf unserem Bankkonto haben. Es geht um die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen und was wir ihnen hinterlassen. Henry, warum nochmal wolltest du nicht auf diese hochbegabten Schule? Weil es für meine psychosoziale Entwicklung besser ist, wenn ich mit Leuten in einer normalen Umgebung interagiere. Ah, ja. Du, Susan, wenn du willst, kann ich dir deinen Lohn auch direkt überweisen lassen. Keine Ahnung. Ich frag Henry mal. Da musst du einen Elfjährigen fragen? War unser Jahresabschluss heute nicht in der Post? Oh, doch. Ich hab nur vergessen, ihn dir zu geben. Ich weiß nicht, wie du das schaffst so ganz allein. Hör auf, ich hab doch Henry. Ein männliches Wesen unserer Spezies, das erwachsener ist, muss man erst mal finden. Würde ich ja gern. Diese Geschichte handelt von mir, meinem Bruder, meiner Mom und dem Mädchen von nebenan. Henry und Peter können glücklich sein, sie zu haben. Dein Vater hat großes Glück, dass er dich hat. Stiefvater. Alles okay? Ja, bestens. Mom, ich muss dir was sagen und es ist sehr wichtig. Christina ist in Gefahr. Wenn jemand einem anderen wehtut, dürfen wir nicht wegschauen. Es gibt nur einen Weg, um das zu beenden. Eigentlich wollte ich es selbst erledigen, aber das ist jetzt keine Option mehr. Es muss einen anderen Weg geben, um Christina zu helfen. Warum es keinen anderen Weg gibt, Christina zu helfen? Mr. Sickleman ist der Polizeichef. Ich werde ohne zwingende Beweise damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Okay, tun wir's. Mom, alles, was dazu nötig ist, liegt bereit. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Ich weiß, was sie ihr antun. Henry hat alles dokumentiert. Wem denken sie, werden die glauben? Das darf nicht so weitergehen. Was auch passiert, nicht panisch werden. Ich bin nicht panisch.
Wir dürfen nicht wegschauen.